Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um Miles & More und um Uber, wie ihr mit der Uber-App Meilen sammeln könnt. Ja, ganz genau, eine Meile pro Euro bzw. zwei Meilen, wenn ihr zum Flughafen oder zurückfahrt. Also insofern hier eine neue Kooperation. Aber wie immer an dieser Stelle, und das wisst ihr ja auch, gibt es erstmal das Intro. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Heute sind wir im Auftrag der Mehr-Punkte-Aktion da, ganz einfach, weil Miles & More eine Partnerschaft mit Uber eingegangen ist. Der Hofmeister fehlt, kein Grund zur Panik, ich mache das für euch heute ganz alleine. Ihr seht auch schon das Bild, so sieht es aus, der Wagen kommt, man steigt ein, die Uber-App. Aber bevor wir darin einsteigen, wisst ihr ja, dass wir uns immer einen Gefallen tun müssen. Das heißt also, ihr müsst uns helfen, den Kanal weiter zu stärken, indem ihr einfach uns abonniert, dann die Glocke anmacht und vor allem diesen Beitrag liked und unten kommentiert. Also, nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr dann mit der Uber-App weitermachen. Da zeige ich euch nochmal das andere Bild, was auch in der Promotion mit dabei war. Das war dieses hier, wenn man in der Limousine sitzt. So sollte es einfach sein. Aber lasst uns jetzt einfach mal in die Aktion einsteigen und dann gehen wir einfach mal auf die Webseite. Und zwar lassen Sie sich bequem sicher ans Ziel bringen. Und zwar mit bis zu 2 Meilen pro Euro oder Schweizer Franken. Wenn man vom Flughafen fährt, gibt es, oder zum Flughafen natürlich, gibt es zweifache Meilen. Bei allen anderen Fahrten gibt es eine Meile pro Euro oder Schweizer Franken. Ja, was soll man sonst noch dazu sagen? Man muss sich registrieren, heißt also die E-Mail-Adresse des Uber-Kontos und ihrer Miles & More Service-Kartennummer eingeben, Bestätigung per E-Mail erhalten und automatisch Meilen sammeln. Bevor wir das einfach mal tun, gucken wir in die Konditionen rein. Heißt also einfach, dass das Angebot ist gültig für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in der deutschen, Schweizer oder österreichischen Mobilfunknummer registriert sind. Geht über die Uber-App vermittelte Fahrten. Auf jeden Fall zum Flughafen gibt es mehr. Und werden immer am Ende der Woche ausgeschüttelt, so wie es da steht. Und ja, dann der Disclaimer, dass das halt professionelle Fahrer sind und so weiter und so fort. Aber bevor wir das Ganze machen, zeige ich euch einfach mal den Registrierungslink. Und das fand ich sehr spannend. Ja, das seht ihr richtig. Das ist ein Google Docs Dokument. Das finde ich durchaus spannend, dass man da ja, so ein Google Docs Dokument halt macht. Da mache ich mich doch mal als Bild daneben. Ich gucke mal, ob das klappt. So ist es richtig. Ja, dann lasst uns da mal durchscrollen. Ihr müsst da die E-Mail-Adresse eingeben. Ganz wichtig ist, dass ihr bei der E-Mail-Adresse, die ihr angebt, auch die gibt, die ihr in der Uber-App benutzt habt. Und dann die 15-stellige Miles & More Service-Kartennummer. Und so wie das vom Blatt von Google das verspricht, soll es innerhalb von 30 Minuten eine Bestätigung per E-Mail und Push-Benachrichtigung über die Uber-App geben. Wenn es funktioniert, ich weiß es nicht. Ich gucke mal gerade, welche E-Mail-Adresse ich in meiner Uber-App hinterlegt habe. Dann können wir das ja einfach mal machen. Ich gucke jetzt mal kurz rein. Dann, ich habe übrigens nur 4,72 als Rate, jetzt bei Settings und dann haben wir, ich habe da meine lfkorsten@me Adresse drin, falscher Bildschirm, das passiert, dann lfkorsten@me.com und dann geben wir die 15 Nummer an. Das ist meine Hornnummer, damit kann man ja eh keinen Schindluder treiben. Oder soll ich meine alte Sendnummer geben? Ich weiß es nicht, ist ja auch eigentlich am Ende des Tages doch egal. Und zwar, dann haben wir da, zack, 3439 und schon. Da muss man nichts anhaken, sondern man muss es dann einfach nur abschicken. Und das haben wir getan. Und dann kommt das Ready for Takeoff. Folgende Informationen brauchen wir, damit wir dann können. Dann gucken wir nochmal. Habe ich doch angegeben.
Sehr komisch. Eine Fehlermeldung. Aber wie gesagt, ihr habt jetzt gesehen, wie es eigentlich funktionieren soll. Und ja, da können wir doch einfach Folgendes machen. Ihr berichtet einfach unten in den Kommentaren, wie es bei euch geklappt hat, ob ihr auch eine Fehlermeldung gekriegt habt, ob ihr irgendeine E-Mail bekommen habt. Ich habe keine E-Mail bekommen. Passiert nichts. Aber soll ja eine halbe Stunde dauern. Also insofern werden wir dann über den Erfolg berichten oder den Misserfolg. Ihr kommentiert unten schön brav, liked den Beitrag und vor allem abonniert und die Glocke an für dieses, also Abonnierbefehl. Danke, dass ihr dabei wart heute und ich glaube, dass ihr damit wesentlich mehr Meilen sammeln könnt, als ihr es vorher getan habt. Also bis bald und wir freuen uns dann beim nächsten Mal wieder mit dem Hoffmeister. Vielleicht morgen.